Einsamkeit, das Gefühl, von anderen isoliert zu sein, ist ein schmerzhafter Prozess, den viele Menschen kennen. Wir sehnen uns nach Freundschaften, nach Menschen, die uns verstehen, mit denen wir lachen und weinen können. Doch für einige von uns bleibt dieser Wunsch unerfüllt und wir fragen uns, warum wir keine Freunde haben. Die Wahrheit ist, dass du nicht allein in dieser Situation bist. Viele Menschen auf der ganzen Welt fühlen sich genauso wie du. Aber es gibt Gründe, warum du keine Freunde hast, und es liegt an dir, diese Gründe zu verstehen und Veränderungen vorzunehmen. In den kommenden Minuten werden wir dir 8 Gründe nennen, warum du keine Freunde haben könntest und wie du diesen Zustand ändern kannst. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Grund Nummer 1. Du vermeidest soziale Kontakte. Einer der häufigsten Gründe, warum Menschen keine Freunde haben, ist, dass sie soziale Kontakte vermeiden. Dies kann verschiedene Gründe haben, sei es Schüchternheit, soziale Ängste oder einfach der Wunsch, alleine zu sein. Wenn du dich jedoch von anderen Menschen zurückziehst und keine Anstrengungen unternimmst, um neue Verbindungen zu knüpfen, wirst du zwangsläufig einsam bleiben. Es ist wichtig zu verstehen, dass soziale Kontakte ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist. Wir sind soziale Wesen und Beziehungen zu anderen Menschen sind entscheidend für unser Wohlbefinden. Wenn du also keine Freunde hast, könnte es daran liegen, dass du dich von sozialen Situationen fernhältst. Aber du musst verstehen, dass Freundschaften nicht von alleine entstehen. Du musst aktiv auf andere zugehen, Gespräche initiieren und dich öffnen, um neue Menschen kennenzulernen. Grund Nummer 2. Du bist zu anspruchsvoll. Ein weiterer Grund, warum du vielleicht keine Freunde hast, könnte sein, dass du zu anspruchsvoll bist. Du suchst nach perfekten Freunden, die all deinen Erwartungen entsprechen und lehnst Menschen ab, die nicht deinen hohen Standards gerecht werden. Dies führt dazu, dass du dich einsam fühlst, weil es sehr selten ist, jemanden zu finden, der all deine Kriterien erfüllen wird. Verstehe, dass niemand perfekt ist und Freundschaften auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn du also zu anspruchsvoll bist, könntest du potenzielle Freunde abschrecken und dich selbst isolieren. Statt perfekte Freunde zu suchen, solltest du versuchen, Menschen mit ähnlichen Interessen und Werten zu finden und dich darauf zu konzentrieren, eine authentische Verbindung aufzubauen. Grund Nummer 3. Du zeigst wenig Interesse an anderen. Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass du keine Freunde hast, könnte sein, dass du dich hauptsächlich auf dich selbst konzentrierst und wenig Interesse an anderen zeigst. Freundschaften erfordern Gegenseitigkeit und die Bereitschaft, Zeit und Energie in die Beziehung zu investieren. Wenn du immer nur über dich selbst sprichst und wenig Interesse an den Gedanken, Gefühlen und anderer zeigst, werden die Menschen sich von dir abwenden. Um Freunde zu gewinnen, musst du lernen, aufmerksam zuzuhören, Fragen zu stellen und echtes Interesse an den Menschen in deinem Leben zu zeigen. Zeige Empathie und sei bereit, für andere da zu sein, wenn sie dich brauchen. Freundschaften entstehen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gehört und verstanden werden. Also sei offen und aufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen und Wünschen anderer. Grund Nummer 4. Du strahlst Negativität aus. Negativität kann eine große Barriere für das Knüpfen von Freundschaften sein. Wenn du ständig negativ denkst und sprichst, ziehst du potenzielle Freunde nicht an. Menschen fühlen sich von positiven und optimistischen Menschen angezogen, die Freude und Lebenslust ausstrahlen. Wenn du hingegen ständig über deine Probleme und Sorgen sprichst, werden sich die Menschen von dir fernhalten. Mache dir bewusst, wie du auf andere wirkst. Wenn du feststellst, dass du oft negativ denkst und sprichst, versuche deine Einstellung zu ändern. Finde positive Aspekte in deinem Leben, sei dankbar und versuche optimistischer zu sein. Dies wird nicht nur deine Stimmung verbessern, sondern auch Menschen dazu ermutigen, sich in deiner Nähe wohlzufühlen. Grund Nummer 5. Du suchst nicht an den richtigen Orten.
Ein weiterer Grund, warum du vielleicht keine Freunde hast, könnte daran liegen, dass du nicht an den richtigen Orten suchst. Wenn du Freunde finden möchtest, musst du dorthin gehen, wo du Menschen mit ähnlichen Interessen und Lebensstilen treffen kannst. Wenn du beispielsweise gerne Sport treibst, könntest du einem Sportverein beitreten. Wenn du künstlerisch veranlagt bist, könntest du an kreativen Workshops teilnehmen. Es ist wichtig, aktiv nach Gelegenheiten zu suchen, neue Menschen kennenzulernen. Du kannst auch soziale Veranstaltungen, Meetup-Gruppen oder Online-Communities nutzen, um Gleichgesinnte zu treffen. Wenn du an den richtigen Orten suchst, erhöhst du deine Chancen, Menschen zu treffen, die zu dir passen und mit denen du Freundschaften aufbauen kannst. Grund Nummer 6. Du ziehst dich zu früh zurück. Manchmal beginnen Beziehungen vielversprechend, doch dann ziehst du dich zu früh zurück, weil du Angst vor Enttäuschungen oder Verletzungen hast. Wenn du keine Freunde hast, könnte es sein, dass du Beziehungen nicht die Chance gibst, sich zu entwickeln und zu wachsen. Es ist wichtig, offen zu bleiben und nicht bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten aufzugeben. Konflikte und Missverständnisse sind in jeder Beziehung unvermeidlich, aber sie können oft überwunden werden, wenn du bereit bist, daran zu arbeiten und zu kommunizieren. Gib Beziehungen eine faire Chance und sei bereit, durch Höhen und Tiefen zu gehen, um echte Freundschaften zu finden. Grund Nummer 7. Du suchst nicht aktiv nach Freundschaften. Wenn du keine Freunde hast, könnte es schlicht daran liegen, dass du nicht aktiv nach Freundschaften suchst. Freundschaften entstehen selten von selbst. Es erfordert Anstrengung und Initiative, um neue Menschen kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Es ist wichtig, die Initiative zu ergreifen und aktiv nach Gelegenheiten zu suchen, neue Freunde zu finden. Das kann bedeuten, an Veranstaltungen teilzunehmen, Hobbys zu verfolgen, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen oder sich in Gemeinschaftsprojekten zu engagieren. Je aktiver du in deiner Suche nach Freundschaften bist, desto größer sind deine Chancen, tiefere Beziehungen zu knüpfen. Grund Nummer 8. Du zeigst dich nicht authentisch. Authentizität ist der Schlüssel zu tiefen und bedeutungsvollen Freundschaften. Wenn du dich ständig verstellst und versuchst, jemand anderes zu sein, um anderen zu gefallen, wirst du es schwer haben, wahre Freunde zu finden. Menschen schätzen Ehrlichkeit und Authentizität und sie wollen dich für das kennenlernen, wer du wirklich bist. Es ist wichtig, dich selbst zu akzeptieren und zu lieben und dich nicht zu verstellen, um anderen zu gefallen. Zeige dich so, wie du wirklich bist. Sei offen und ehrlich über deine Gedanken und Gefühle. Wenn du authentisch bist, ziehst du Menschen an, die dich so akzeptieren, wie du bist und mit denen du echte Verbindungen aufbauen kannst. Unser heutiges Fazit: Die Gründe, warum du keine Freunde hast, können vielfältig sein, aber sie sind nicht unlösbar. Es ist wichtig zu verstehen, dass Freundschaften Zeit und Bemühungen erfordern. Sei geduldig mit dir selbst und offen für Veränderungen. Überwinde deine Schüchternheit, sei weniger anspruchsvoll. Zeige Interesse an anderen, strahle Positivität aus, suche an den richtigen Orten, halte an Beziehungen fest und sei aktiv in der Suche nach neuen Freundschaften. Du hast die Kraft, deine Einsamkeit zu überwinden und echte Freundschaften zu schaffen. Mach den ersten Schritt und die Welt der Freundschaft wird sich für dich öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!